Wir gehen auf muntere Käsejagd mit Gary Gauda. Das Spiel ist erschienen bei Haber, geeignet für 2 bis 6 Spieler ab 4 Jahren und die Spieldauer beträgt circa 20 Minuten. Vor dem Spielbeginn steckt ihr zunächst die Mauselöcher in die Wände unserer Wohnung. Die lilafarbenen Mauselöcher werden dabei in den Ecken verteilt. Die orangefarbenen Mauselöcher werden anschließend beliebig in den anderen Wänden eingesteckt. Die Mauselöcher haben dabei alle unterschiedliche Größen. So entsteht bei jeder Spielrunde eine neue Spielsituation. Wurden alle Wände verteilt, geht es auch schon weiter. Ihr setzt die Katze Kiki vor ein beliebiges orangefarbenes Mauseloch. Hier kann gleich der Mäuserich nicht langziehen, aus verständlichen Gründen. Und schon beginnt auch das eigentliche Spiel. Wer an der Reihe ist, zieht zunächst 4 Käseplättchen vom verdeckten Stapel. Die Käseplättchen zeigen Symbole, die wir auch in den Zimmern unserer Wohnung wiederfinden. So ein Plättchen wird dann in den entsprechenden Raum der Wohnung gelegt. Hier also beispielsweise in dieses Zimmer. Mit den 3 anderen Plättchen wird genauso verfahren. Dann wird gewürfelt. Gewürfelt wird mit so einem Würfelstab. Die Farbe gibt an, in welchem Zimmer Gary startet. Hier ist es das blaue Zimmer. Dort setzen wir unseren Mäuserich ein. Dann wird ein zweites Mal gewürfelt. Diesmal bestimmt die Farbe den Zielort. Hier ist es das grüne Zimmer. Das bedeutet, dieser Spieler muss Gary vom blauen zum grünen Zimmer bringen. Auf dem Weg dorthin sollte er allerdings Käse sammeln, denn Käse ist ja bekanntlich die Leibspeise der Maus. Wie viel Käse Gary sammelt, das ist dem Spieler überlassen. Je mehr es wird, umso mehr Punkte gibt es. Allerdings passt Gary nicht durch alle Mauselöcher. Von daher sollte man sich die Wege genau einprägen. Los geht's. Zunächst durchs erste Mauseloch. Das ist noch kein Problem, denn noch ist Gary nicht vollgefressen. Dann geht's weiter, hier in diesen Raum. Dort findet Gary das erste Käseplättchen. Das nimmt er auf, indem er sich auf das Plättchen setzt. Und dann geht's auch schon weiter. Jetzt muss sich der Spieler entscheiden, durch welches Mauseloch er als nächstes läuft. Hat er die Vermutung, dass dieses Mauseloch hier nach links vielleicht zu eng sein könnte, dann sollte er lieber einen Umweg in Kauf nehmen. Denn passt Gary nicht durch, ist sein Zug vorzeitig beendet. Der Spieler entscheidet sich lieber, außenrum zu laufen. Vielleicht zum Beispiel hier erst einmal zurück. Das passt, kein Problem. Weiter geht's durch das nächste Loch, auch hier kein Problem. Links hindurch, um die Katze herum und dann von oben in dieses Zimmer. Super gemacht. Hier kann Gary nun das nächste Käsestück aufessen. Allerdings liegen in diesem Raum gleich 2 Plättchen. Nun kann sich der Spieler entscheiden, ob er davon gar keines mehr aufnimmt, vielleicht nur 1 oder sogar beide. Allerdings immer mit dem Gedanken, noch zum Ziel kommen zu müssen. No risk, no fun. Der Spieler entscheidet sich dafür, gleich beide Plättchen zu nehmen und somit hat Gary jetzt schon 3 Käsestücke aufgegessen. Ganz schön dick ist er geworden, unser Mäuserich. Kommt er denn jetzt auch noch bis zum Ziel? Der Spieler probiert es an dieser Stelle. Passt Gary durch das Mauseloch, dann geht das Spiel weiter. Doch dieses Mauseloch ist definitiv zu eng. Hier passt Gary nicht mehr durch. Zu voll gefressen, zu gierig gewesen, Pech gehabt. Diese Käseplättchen gehen dann aus dem Spiel und der Spieler macht in dieser Runde keine Punkte. Nun muss er den Mäuserich an den nächsten Spieler weiterreichen und darf zuvor noch die Katze vor ein neues Mauseloch stellen. Beispielsweise hierher. Der nächste Spieler zieht nun wieder so viele Käseplättchen vom Stapel, dass insgesamt 4 solcher Plättchen in der Wohnung verteilt sind.
Dann würfelt er den neuen Start und den neuen Zielort aus. So startet Gary hier im gelben Zimmer und muss beispielsweise dann wieder zum grünen Zimmer laufen. Los geht's. Wie immer gilt es, möglichst viel Käse einzusammeln. Das erste Plättchen erhält der Spieler hier. Dann steht wieder die Entscheidung an. Direkt zum Ziel ziehen oder weitere Plättchen einsammeln. Der Spieler geht auf Nummer sicher und geht direkt ins Ziel. Mit einem Plättchen kommt er sicher durchs Mauseloch. Diesen Käse hat der Spieler für sich gerettet. Er legt ihn in seinen persönlichen Vorrat. Dann versetzt er erneut die Katze und gibt die Maus an den nächsten Spieler weiter, welcher dann wieder neue Käseplättchen ins Spiel bringt. Die Jagd geht reihum weiter, so lange, bis die Käsestücke in der Wohnung nicht mehr auf 4 aufgefüllt werden können. Passiert das, zählt jeder Spieler nun seine gesammelten Käsestücke. Wer die meisten Plättchen in seinem Vorrat besitzt, ist der Sieger. Den Testbericht zum Spiel und viele weitere Videos findet ihr wie immer auf unserer Internetseite www.spielkult.de.